Übers Wochenende bleibt die Wetterlage insgesamt instabil. Da mogelt sich nur vorübergehend mal so ein kleines Zwischenhoch zu uns herein. Aber Starkregen ist auch noch ein Thema, vor allen Dingen in den ersten Stunden des Samstages, verbunden mit diesem Tiefdruckgebiet, das dann nach Osten abzieht. Dann kommt das erwähnte Zwischenhoch. Und im Westen lauern neue Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik und die kurbeln die milde und feuchte Südwestströmung von neuem an. Hier sieht man auch, dass die Regenwolken dann recht flott nach Osten davonziehen und dann öffnet sich unter diesem Zwischenhoch mal ein größeres Sonnenfenster. Davon profitiert schon der Westen im Laufe des Vormittags, aber da und dort noch dichte Nebel- oder Hochnebelfelder, starker Regen noch in Teilen Bayerns, vor allen Dingen vom Alpenvorland bis zum Bayerischen Wald. Im Norden so eine Mischung aus viel Grau, ein bisschen Blau und noch ein bisschen Regen. Hier wird dann am Nachmittag die Luft wieder instabil. Das bedeutet Quellwolken, einzelne Schauer und Gewitter, dazwischen sonnige Phasen. Das freundlichste Wetter im Südwesten, vor allen Dingen in Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Und die allerletzten Regenwolken ziehen aus dem Osten Bayerns Richtung Österreich und Tschechien davon. Also insgesamt, wie gesagt, am meisten Sonnenschein im Südwesten, am Oberrhein 5 Stunden. Richtung Norden und Osten wird es immer weniger, 1 Stunde maximal hier. Und örtlich an der Grenze zu Oberösterreich überhaupt kein Sonnenstrahl. Na, vielleicht, wenn dann die Sonne so kurz vorm Untergehen ist, sieht man noch, wie die Wolken kunterbunt angeleuchtet werden. Hier hängen die Temperaturen hinterher, 13, 14 Grad. Im Norden sind es im Schnitt 17 bis 19 und am Oberrhein 22 Grad. Der Wind recht unangenehm und teilweise auch böig aus südwestlicher Richtung. Hier in Bayern 2 bis 3 Windstärken, an der Nordsee Stärke 5.